Hallo zusammen, Eizocker hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, das Messer drehen, anzunehmen bei Xal Atat in Koldun. An dieser Position ist die Folgequest von die Orkanwufferkrone, also anzunehmen in dieser Höhle. Hier nochmal die Map. So, nehmt die Quest an. Nun darf man sich ins Sturmsanktal begeben. Dazu begebe ich mich erstmal nach Pavalus. Ich hätte gar nicht pfeifen müssen. Ich hätte auch einfach so einen Umhang benutzen können, um nach Sturmwind zu kommen. Aber ich fliege jetzt einfach zum Wimmersteinhafen. Und wir sehen uns, sobald ich im Landeanflug bin. Da bin ich auch schon gelandet, dann einfach beim Flugmeister, bringt uns nach Pavalus zurück. Wie gesagt, ihr könnt euch auch porten oder porten lassen, wie auch immer. Nun begebe ich mich zum Flugmeister, beziehungsweise Flugmeisterin ist es, glaube ich. Sollte euch dieses Video helfen, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch gebt und oder meinen Kanal abonniert. Würde mich sehr freuen. Und nun, ganz wichtig, nicht nach Schwein des Sturms fliegen, sondern nehmt lieber Metbrauerei Mildenhall, weil da kommt man einfacher hin, finde ich. Meld mich wieder, sobald ich im Landeanflug bin. Da bin ich auch schon im Landeanflug. Geht flott, wenn man die Flüge weglässt. Zumindest für euch. Für mich ändert sich nichts. Nun darf man auf diese Insel laufen hier. Ich mache das mit dem Wasserschreiter, ist am einfachsten, finde ich. Hätte auch eisige Pfade nutzen können, aber hab's nicht gemacht. So. Oh. Gleich bin ich da. Weiche den Mobs ein bisschen aus, weil die können benommen machen und dann mountet man ab. Dann einfach diesem Pfad hier folgen. Weiter hoch. So, gleich bin ich da. Und angekommen. Nun heißt es Tigel betreten. Dazu darf man durch dieses grüne Portal. Man muss nicht im Raid sein oder sonstiges. Einfach hineinlaufen. Und gleich gibt es auch ein Video zu sehen. Da werde ich meine Klappe halten. Nun heißt es aber als erstes leeren Stein platziert. Da seht ihr es schimmern. Einfach benutzen. Nun darf man den Dreizack der Tiefste platzieren. Gleich daneben. Und als nächstes Orkanwufer platziert. So. Und gleich sollte das Video starten. Hört mich an, Gott der Tiefen. Ich bringe euch den Öffner, den Bringer der Wahrheit, die Fackel, die den Weg erhält. Ehrt unseren Pakt. Lasst mich mein eigenes Schicksal finden. Geht's, aber die Klinge muss bleiben, um mir zu dienen. Ein fairer Handel. Mögen die Schatten euch leiten, mein Herz. Wir sehen uns wieder. Dessen bin ich mir sicher. Ich habe euer Schicksal geträumt, Sterblicher. Die Stunde ist nah. Das
So. Nun darf man sich nach Bavalus begeben. Da mache ich es jetzt aber diesmal so. Nutze es zu einem Umhang. Ihr könnt einfach hinfliegen, euch porten lassen, Vorstein benutzen, etc. So, gleich mal umziehen, damit ich den richtigen Umhang habe. Dann Portal nach Bavalus. Ja, Mount ist jetzt nicht unbedingt notwendig. Wie ihr seht, hat man nun so ein Auge auf der Stirn. Das finde ich gar nicht toll. So, hier hineingelaufen. Und Quest ist abzugeben bei Bruder Pike in Bavalus an dieser Position. Habt ihr meinen Weg verfolgt? Hoffe, mein Video hat euch geholfen. Danke fürs Zuschauen. Ciao.